Ja, hier habe ich mir mal ein HT-PC-Gehäuse zusammengebaut. Das ging über einen längeren Zeitraum. Ich habe das Gehäuse auch mehrfach geöffnet, wieder zusammengebaut. Habe auch mal einen Kühler aktuell von Noctua eingebaut, habe verschiedene Prozessoren getestet. Und daher gibt es auch mal hier und da ein paar Abweichungen im Film. Das sieht man auch am Gehäuse. Auch den Aufkleber habe ich am Ende mal abgemacht und einen anderen dran gepappt. Und als Grafikkarte habe ich eine gebrauchte GTX 1070 Ti verwendet.